Liebe Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich dazu einladen, die Gottesmutter vom heilenden Kelch zu verehren und ihre Fürsprache anzurufen für die Heilung von psychischen Erkrankungen, von Alkoholismus, Süchten, Abhängigkeiten und Gebundenheiten aller Art, aber auch um Freude im geistlichen Leben. Wir beten auch für die Ärzte und Therapeuten, die sich um unsere psychisch Kranken und Kranken liebevoll annehmen und sie auf dem Weg der Genesung begleiten. Und hier das Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mutter der Barmherzigkeit, wir flüchten uns unter deinen Schutz. Du wirst angerufen unter dem schönen Ehrentitel Gottesmutter vom heilenden Kelch. Die Segnungen und Gnaden, die dein Sohn spendet, sind unerschöpflich und in seiner übergroßen Liebe schenkt er sich uns selbst zur Speise. Das Lamm wird immer gegessen und niemals aufgezehrt. Mit erhobenen Händen betest du für uns und bittest deinen göttlichen Sohn, seine Segnungen mit beiden Händen an uns auszuteilen. Erhöre gnädig die Bitten der Mütter und Väter, die dich unter Tränen anflehen für jene, die gebunden sind durch Abhängigkeiten. Wir bitten dich um die Heilung von. Und hier, liebe Zuschauer, dürfen Sie der Gottesmutter Ihre Anliegen vortragen. Damit Gott durch deine Fürbitte sie heilt in ihrer Krankheit und ihnen die Gnade des Glaubens schenkt, bedecke uns mit deinem Schutzmantel, damit wir von jedem Übel befreit werden, das uns bedrängt, damit wir die lebensspendende Dreifaltigkeit verherrlichen, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Ikone der Gottesmutter vom heilenden Kelch ist eine eucharistische Ikone. Wir sehen den Altar und darauf das Jesuskind im Kelch. Es segnet mit großer Liebe mit beiden Händen. Wir beten darum, dass durch die heiligste Eucharistie und den Kelch des Heiles die falsche Abhängigkeit von der Flasche, der Alkoholiker und alle Gebundenheiten, aber auch alle psychischen Erkrankungen durch die Liebe und den Segen Christi Heilung finden. Hinter dem Jesuskind sieht man die Gottesmutter. Sie betet mit großer Fürbittmacht, mit erhobenen Händen in der Haltung der Orante. Und so betet sie unablässig für ihre geliebten Kinder und erbittet uns Heilung. Die Geschichte der Ikone vom heilenden Kelch, deren Fest in den Ostkirchen am 5. Mai gefeiert wird, ist die folgende. Die Ikone der Gottesmutter vom heilenden Kelch befindet sich in der Kathedrale des Frauenklosters von Serpuchow in Russland, welches der Gottesmutter geweiht ist. Die Ikonenwand, in der sich diese Ikone befindet, ist in der Nähe des Grabes vom heiligen Walam, dem Erbauer des Klosters. Der schöne Ehrentitel »Heilender Kelch« ist ein unerschöpflicher Kelch der Freude, des Trostes, der Heilung und des Lebens. In anderen Worten, die unerschöpfliche Quelle von allen Segnungen und Gaben. Auf der Ikone selbst ist dies, wie schon beschrieben, sehr schön dargestellt, indem sich im eucharistischen Kelch das Jesuskind befindet, welches mit beiden Händen segnend. Die Gottesmutter hat als die große Fürbitterin ihre heiligen Hände in der Haltung der Orante erhoben.
Die Gottesmutter betet beständig für die Anliegen ihrer geliebten Kinder und das Jesuskind spendet mit beiden Händen die Gnaden, welche die Gottesmutter erbeten hat, durch die heiligste Eucharistie und das überaus kostbare Blut des Erlösers. Können alle falschen Abhängigkeiten geheilt werden? Aus diesem Grunde wird vor der Ikone der Gottesmutter vom heilenden Kelch besonders für die Heilung von Alkoholismus, psychischen Erkrankungen, Abhängigkeiten und Drogenkrankheit gebetet. Der heilige Gründer des Klosters von Serpukhov, Sankt Varlam, erschien einem alkoholkranken Bauern im Traum und sagte: Geh nach Serpukhov zum Kloster der Gottesmutter. Dort in der Kirche des heiligen Georg ist eine Ikone der Gottesmutter, welche der heilende Kelch genannt wird. Lasse davor ein Moleben, eine Andacht feiern, und du wirst geheilt werden, geistig und physisch. Erstaunlich ist die Verheißung des heiligen Varlam, eine doppelte Verheißung der geistigen und physischen Heilung. Der arme Kranke konnte nur auf den Knien kriechen und hatte kein Geld. Eine alte Frau hatte Mitleid mit ihm, sie gab ihm zu essen und zu trinken und behandelte 2 Tage lang seine kranken Beine. So konnte er schließlich zum Kloster gehen, zuerst mit 2 Gehstöcken und danach mit einem. Die junge Novizin Zacharia, die spätere Nonne Elisabeth, half ihm, die von St. Varlam genannte Ikone zu finden. Diese Ikone befand sich im Durchgang zum Glockenturm und wurde dadurch erkannt, dass sich ein gemalter Kelch auf ihr befand. Zum Erstaunen aller war auf der Rückseite geschrieben: Der heilende Kelch. Nach der Heilung des Bauern wurde die Neuigkeit des Auffindens der Ikone in Serpukhov und über die Grenzen hinaus bekannt. Auch vor der für das Männerkloster von Wysotsky angefertigten Kopie der Ikone vom heilenden Kelch ereigneten sich auf die Fürsprache der Gottesmutter bei Christus viele Bekehrungen. Die Ikone hier vom heilenden Kelch wurde gemalt von Alfred Repan aus Teuschnitz. Die Originalikone befindet sich im Frauenkloster von Serpukhov in Russland. Die Gebetskarte mit der Beschreibung können Sie von der Heilig-Blut-Gemeinschaft beziehen. Ich danke Ihnen für das Mitbeten und für das Betrachten der Ikone der Gottesmutter vom heilenden Kelch.